Jetzt ist die Frage, wie lässt sich KI in der Lehre ganz konkret anwenden. Ich rede noch ein bisschen, weil wir noch auf unsere Anwesenden im Zoom-Raum warten, damit wir die digitale Hut auch mitnehmen. Deswegen darf ich mal, in der Zwischenzeit stelle ich mal eine Frage. Wir haben gestern so viel über GPT geredet. Wer hat noch Angst vor GPT, vor den Entwicklungen? Hände hoch. Und nehmen wir auch gerne im Chat, aber da ist ja jetzt noch keiner. Wir warten ja, dass die jetzt rüberkommen aus der letzten Schublade in diese digitale Schublade. Deswegen sind dann nicht. Okay, wer freut sich und ist voller Zuversicht auf GPT-Entwicklung in der Lehre, in der Bildung? Okay, Wahnsinn, total. Und wer ist so halb halbe? Naja, das sind aber 2/3 pro zu 1/3. Wir wissen noch nicht, wir gucken, was kommt. Da tut sich was. Okay, fantastisch. Ihr müsst mir sagen, wenn ich loslegen kann. Ich kann, glaube ich, loslegen, weil da sind unsere 2 Sprechenden. Also, der Raum ist noch nicht eröffnet. Wir brauchen noch 30 Sekunden. Aber wir könnten jetzt einen Mini-Hack machen. Ich sage euch ganz kurz, wenn ihr total ermüdet seid von so einem tollen, intensiven, bereichernden Tag, gibt's eine Übung, wenn ihr 11 Minuten so macht. Das ist eine alte Qigong-Übung, die ist 2.500 Jahre alt. Und dabei die Knie weich lasst, dann werden eure Meridiane maximal in Schwingungen versetzt und ihr haltet länger durch. Ob das eine gute Nachricht ist, weiß ich nicht. Jetzt also, KI in der Lehre anwenden. Wir haben jetzt ein tolles Thema gleich zu Beginn. Besser lehren und lernen per App und KI. Wir sind jetzt gleich verbunden mit Michael Kipp und Corinna List. Michael Kipp ist Professor für Informatik an der Hochschule Augsburg und Corinna List ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt GP Cycle der Hochschule Augsburg, einer digitalen Lifecycle-Plattform für Studierende und Lehrende. Und das Interessante ist, es geht jetzt um eine Campus-App, die neben Alltagsfunktionen eben auch Lehre und Lernen verbessern soll. Und das Interessante ist, während einer Lehrveranstaltung schaltet diese App in den Live-Modus und dann gibt sie Werkzeuge Studierendenbeteiligung zu Quizfunktionen und zu Gruppenarbeiten. Und mehr davon hören wir jetzt in 5 Minuten von euch. Nach 4 Minuten gibt es ein gelbes Schild und nach 5 ein rotes. Bühne frei für euch. Die Zeit läuft. Wir hören euch vor. Danke für die nette Einleitung. Jetzt läuft's. Wir haben euch eben nicht im Raum gehört. Die Zeit geht jetzt erst los. Wir haben euch gerade noch nicht hier drin gehört. Es läuft. Ihr könnt loslegen. Alles klar. Also dann nochmal herzlichen Dank für die Einleitung. Mein Name ist Michael Kipp von der Technischen Hochschule Augsburg. Zusammen mit Corinna List, meiner Kollegin, stelle ich hier unsere neue Campus-App vor und was das Ganze mit künstlicher Intelligenz, besserem Lehren und besserem Lernen zu tun hat. Die erste Frage bei so einer App ist natürlich, warum überhaupt eine neue App? Noch eine App. Wir haben, wie die meisten Hochschulen, ein komplexes Ökosystem mit Moodle, Zoom, anderen digitalen Tools und diese App soll das alles zusammenbinden. Noch viel wichtiger ist, dass wir eine direkte Interaktion zwischen Lehrenden und Studierenden erlauben möchten, also besseres Lehren, besseres Lernen. Und wir haben natürlich auch eine Stelle, wo wir künstliche Intelligenz einbringen können. Bevor wir zum Kern der Sache kommen, also besseres Lehren, besseres Lernen, brauchen wir natürlich eine möglichst breite Nutzung der App. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir solche Alltagsfunktionen wie, in welchen Hörsaal muss ich, wann ist der nächste Termin, was gibt es zu essen in der Mensa, dass wir das einbinden als Zubringer, um ein möglichst breites Ausrollen vorauszusetzen. Also das bitte nicht vergessen. Das eigentliche Ziel ist aber, dass wir den Lehrenden, die Lehrende mit so einer Art Superpower ausstatten, wie so einen Virtual Augmented Reality Blick aufs Klassenzimmer, wo wir tatsächlich live im Hörsaal, also im sogenannten Live-Modus, sehen, wer ist denn alles da, wer hat sich digital eingecheckt. Und dann können wir nämlich loslegen mit Quizzen im Sinne von Peer Instruction. Wir können Gruppen arbeiten, viel besser einteilen, Materialien verteilen, das Timing takten. Wir können sogar während der Vorlesung, wenn ein Lehrender das möchte, die Vorlesung besser strukturieren, zum Beispiel Signale geben, hat man das Vorwissen aktiviert, sollte man eine Pause einlegen und kurz vor Schluss eben nochmal auffordern, die wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Für die Lehrenden, für die Lernenden, also für die Studierenden, erlaubt die App auch das Auffinden von Gleichgesinnten, von potenziellen Lernpartnern und Unterstützung fürs Finden von Lerngruppen. Was das Ganze mit KI zu tun hat, erklärt jetzt meine Kollegin Corinna List.
Genau, ich gehe jetzt darauf ein, wie KI in unserer App eben helfen kann, das Lehren und das Lernen zu verbessern. Und wir haben Ihnen dafür einfach mal vier Beispiele mitgebracht. Ein Beispiel ist die sogenannte Q&A-Sektion, also eine Sektion, wo die Studierenden Fragen stellen können, live während der Vorlesung und anonym. Und der Lehrende oder die Kommilitonen können antworten. Und da die Zeit immer ein bisschen knapp ist, kann KI jetzt die Lehrenden dabei unterstützen, während der Vorlesung auch trotzdem dazu antworten. Wie könnte das Ganze aussehen? Ein Studierender stellt eine Frage, zum Beispiel zu einem Themeninhalt. Und dem Lehrenden wird dann automatisch ein Vorschlag angezeigt, wie das Ganze eben beantwortet werden könnte. Und der Lehrende moderiert es an der Stelle sozusagen noch. Das heißt, ich als Lehrende entscheide jetzt, okay, will ich das genauso abschicken oder passe ich es vielleicht noch an und muss jetzt nicht lange anfangen, Texte selber zu formulieren. Ein anderes Beispiel ist bei den Quizzen eben, bei dem Peer Instruction. Hier können automatisch die Quizze generiert werden. Das heißt, ich kann auch ganz spontan in der Vorlesung mal ein Quiz erstellen lassen. Diese KI erstellt mir eine Quizfrage und zum Beispiel vier Antwortmöglichkeiten. Und ich kann dann entscheiden, genau so möchte ich das Quiz haben oder ich passe es eben nochmal an. Und auch bei den Studierenden kann natürlich unterstützt werden und das Lernen verbessert werden. Da haben wir zum Beispiel einmal den Semesterwechsel. Jedes Semester müssen die Studierenden ja ganz neu entscheiden, welche Kurse sie belegen müssen oder wollen. Und hier können die Vorschläge jetzt intelligent, basierend auf den eigenen Interessen oder auf den bisherigen Kursen zum Beispiel vorgeschlagen werden. Und so Vorschläge sind ganz vielfältig, zum Beispiel Wahlfächer, Sprachen, Projekte, auch zum Beispiel hochschulweit. Oder zum Beispiel auch, wenn man gegen Ende des Studiums ist, wie der Masterstudiengang sein könnte oder welcher da passen könnte. Und natürlich auch die Klassiker wie Learning Analytics sind möglich. Das heißt, basierend auf dem bisherigen Nutzen von der App, also wie hat man die Quizfragen beantwortet, wie hat man sich bei der Vorlesung beteiligt, kann man in den Studienerfolg vielleicht vorhersagen. Und dann könnte man natürlich auch sagen, man gibt Warnmeldung, wenn man sieht, dass das Studium jetzt in Gefahr wäre. Und wir haben natürlich nicht nur große Pläne, sondern wir setzen die natürlich auch in die Tat um. Und unser Projekt ist im Dezember 21 gestartet. Wir haben den ersten Prototypen mit Vorlesungs-Live-Modus, also diesen Quizfragen unter anderem auch, mit dem Mensa-Plan und Stundenplan haben wir im Oktober fertiggestellt. Der ist jetzt gerade im Einsatz bei den ersten 8 Studiengängen in unserer Hochschule. Aktuell entwickeln wir zeitgleich den nächsten Prototypen, eben mit zum Beispiel diesem Vorlesungsassistenten. Und das Projekt endet offiziell im Juli 24, aber wir hoffen da natürlich auf eine Verlängerung, um all die tollen Ideen, die wir haben, weiterbringen zu können. Und ich hoffe, wir konnten jetzt mal einen schönen Einblick geben in unsere Campus-App der THA und wie wir unser Ziel eben Lehre und Lernen über digitale Interaktion und über KI, dieses Lernen zu verbessern, durchführen möchten. Und ja, an der Stelle bleibt noch ein herzliches Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank zurück. Dankeschön. Tausend Dank zurück. Wir sammeln Fragen im digitalen und analogen Raum und alle nachher, wenn ihr irgendeine Frage an jemand der Vortragenden habt, zum Schluss haben wir noch 5 bis 8 Minuten, um die zu stellen. Herzlich gerne. Wir gehen mit Riesenschritten zum nächsten Lightning Talk. Jetzt wird im Rahmen der Forschungsprojekte der DHBW Villingen-Schwenningen Education Competence Network Tools für die, die die digitale Studienorganisation und digitale Lehre sowie, jetzt habe ich glaube ich einen Sprachfehler drin, sowie Roboter lernen zu lehren. Ich hoffe, ihr könnt daraus irgendwie Sinn machen. Das stellt jetzt vor Chrysanthi Melanou. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich KI, E-Learning und Hochschulbildung und stellt uns jetzt vor eine Chatbot-Lösung und einen Roboter mit Lerntutor-Funktion, um Blended Learning Experiences zu fördern. Ich gebe ab an Chrysanthi. Jawohl. Bitte schön. Hallo. Hallo, bin ich zu hören? Ja, dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich bin Chrysanthi Melanou, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der DHBW in Villingen-Schwenningen und Doktorandin in Language Supported Learning and Teaching. Ja, dankeschön. Heute möchte ich unsere 2 KI-Forschungsprojekte vorstellen, und zwar das erste, das Education Competence Network, also unser EdCon-Projekt, welches von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert wird, inspiriert vom EdCon-Projekt und basiert auf den ersten EdCon-Erkenntnissen, haben wir letztes Jahr das zweite Projekt beantragt, welches vom Stifterverband und vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst BAVÜ ausgewählt wurde.
Und genau diese beiden Projekte möchte ich heute vorstellen. Also das erste Projekt, das AdCon-Projekt, beschäftigt sich unter anderem auch mit dem Einsatz von Chatbots, und zwar im Bereich Support und Studienorganisation und im Bereich der Lehre als Lerntutor. Um die ersten Erfahrungen zu gewinnen, haben wir als erstes einen Chatbot im Bereich der Hochschulkommunikation erprobt. Und zwar, wir haben den Open-Source-Chatbot Rasa entwickelt, und zwar im Rahmen auch eines Integrationsseminars. Das heißt, die Studierenden, die waren auch mit involviert. Und wir haben Erfahrungen im Bereich der Funktionalität von Chatbots gesammelt. Und als nächstes haben wir zwei kommerzielle Chatbots verglichen. Und nun ist auf unserer Webseite auch ein kommerzieller Chatbot aufrufbar, und damit möchten wir einfach unsere Studiengangssekretariate erleichtern, ihren Arbeitsalltag erleichtern und natürlich allgemein studienorganisatorische Fragen automatisch beantworten, wie zum Beispiel, wann habe ich die nächste Vorlesung oder wo habe ich die nächste Vorlesung und so weiter. Das ist auch ein Screenshot aus unserer DHBW Villingen Schwenningen Webseite, wo der Eduard, also Education Artificial, aufrufbar ist. Den können Sie auch jederzeit testen. Das ist noch eine Demo-Version. Und als nächstes haben wir den Chatbot mit der Lernfunktion. Das heißt, wir haben die Entwicklung eines Moodle-Plugins beauftragt, und zwar also eine LTI-Schnittstelle für Moodle. Und damit möchten wir Studierenden bei der Selbstlernphase helfen. Und zwar, der Chatbot funktioniert in dem Fall umgekehrt. Das heißt, die Fragen werden vom Chatbot gestellt. Und der Chatbot erkennt die Studierenden, sobald sie sich in Moodle anmelden, und stellt die passenden fachlichen Fragen dazu. Das heißt, die Studierenden werden motiviert zu lernen, und der Chatbot, der bietet natürlich für die Lehrenden auch ein Feedback, zum Beispiel bei Wiederholungsbedarf, an. Wir starten demnächst mit der Pilotierung, und wir haben schon Einsatzszenarien in BWL, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsenglisch. Ja, hier habe ich noch ein paar Screenshots aus dem Frontend für die Studis und noch ein paar Screenshots aus dem Backend für die Administratoren. Die Administratoren sind natürlich die Lehrpersonen. Also das ist auch unser Ziel, dass die Lehrpersonen die Pflege ihres eigenen Chatbots übernehmen können. Das zweite Projekt, Roboter lernen zu lehren, die Hochschule der Zukunft in der Gegenwart. Dafür haben wir den Roboter Now 6 beschafft, und wir möchten ihn als Lehrassistent und Tutor einführen. Das heißt, das ist unser Digi. Das heißt, wir möchten aus Sicht der Lehrenden neue didaktische Konzepte entwickeln, wo auch der Roboter eingesetzt werden kann. Natürlich das Ziel, das dahinter steckt, ist die Arbeitserleichterung für die Lehrenden, und für die Studis ist die Individualität unser großes Ziel, und natürlich, dass wir unsere Studierenden motivieren können, sich mit der KI zu beschäftigen, weil wir sind eine duale Hochschule, und das ist unser Ziel, dass unsere Studis mit den neuesten Technologien konfrontiert werden können. Und die letzte und große Frage für uns ist Chatbots oder Roboter. Also letztendlich möchten wir die Frage beantworten und die passenden Konzepte vorstellen können. Wo eignet sich ein Chatbot und wo eignet sich ein Roboter? Vielen Dank. Super. Tausend Dank. Tausend Dank. Fragen gerne auch nachher. Wir treffen uns alle nachher hier oben wieder. Now I switch to English. We will now discuss the topic of ChatGPT offering opportunities in AI ethics education. The GDE of RWTH Aachen University recently offered a master's seminar during which students were introduced to AI implementations in engineering, and they ethically evaluated them. So ChatAI will be incorporated in the seminar next year. We will now discuss the pros and cons with Sarah Moreno and Marie Decker from RWTH Aachen University. More than welcome. Here they come. Great. Donnernder Applaus. Okay. Handing over. We only have one mic? I think there's another one. I bring you one. You start, I bring you another mic. You share one? Whatever, you share one. About that. Yes, you can hear me. So
Hi everyone, I am Sarah Moreno and this is Marie Decker. We both work at the Gender and Diversity in Engineering Institute at RWTH Aachen University. I'm currently a master's student of Ethics, Psychology and Data Science, while Marie is a mathematician and PhD candidate at RWTH. Yay. Okay, so think to yourselves, how many of you are already using AI at work? And I don't mean just thinking about AI at work, but actually using it in your everyday activities at work. And how many of you are using AI in your everyday lives? I see a pretty good amount of hands here. So a survey asked 1,500 workers at different salary levels the same questions. An impressive 90% of those who earned over 100,000 reported already using AI at work, while 65% of all workers reported using AI in everyday apps. This shows, if nothing else, at least, how much AI is being used more and more. It's showing a trend towards using more AI. And that also means that we should be paying more attention to the ethics of AI, since students and professionals will very likely be using AI at work and in their personal lives, if not now, then in the very near future. It would be best to prepare them for this by not only learning how to use AI, but also learning about the possible dangers to look out for, as well as what an ethical AI application could look like, how it could be implemented. Therefore, AI ethics is actually relevant to more than just software developers, and it should be relevant, or it is relevant, to all students, all professionals of all fields. One of our students reflected, "It is easy to perceive AI models as equitable and impartial pragmatic instruments. However, it is quite interesting to see that's not the case at all. AI modeling is a technique that mimics human behavior. It is consequently also prone to human errors, biases, and prejudice." So that is exactly why we at GDI established this master seminar called Innovation and Diversity to teach AI ethics to engineering students. So we provided them first with a basic introduction to AI because most of them never heard about AI in their study program. But we focused on the ethical and societal implications of AI in engineering. And after evaluation of the seminar, we realized that the students did not only enjoy talking about these topics, but they also find them highly relevant and missing in their current study programs. And they were also able to transfer what they learned from AI ethics to ethical and societal implications of engineering in general. So in this framework of teaching about AI ethics, we thought we should put an AI really at the center of our seminar. And when ChatGPT popped up, we thought this could be a brilliant supplement for our idea of using an AI to teach about AI ethics. So we're going to show some examples of how we think this can succeed in our seminar in the next semester. So first of all, we would like to make the students understand that AI is not always objective just because it is purely technical. This is indeed what most of our students thought before taking the seminar. So by checking claims and outputs of, for example, ChatGPT or any other generative AI, they could both improve their fact-checking and also improving their academic research skills at the same time. Further, what ChatAI can do quite well is to provide different examples in different fields. So students had difficulties in identifying concrete and different examples where AI is used in engineering. So here ChatAI could support them in this process. Further, we had it yesterday that ChatGPT is a good example of an easily and directly accessible AI. So after having learned about ethics and societal implications, they could interact and directly engage with the AI and trying to evaluate some of the claims they learned during the seminar. So you've probably already heard of Think, Pair, Share. Well, now we have the opportunity to put ChatGPT in the middle to encourage structured group discussions, which we noticed was a little bit hard, particularly for engineers, and particularly when discussing topics of sociology and ethics. And so this could be a way to really help them do that. And not only that, but also it would be an opportunity to allow students the space to experiment with the AI in a secure setting. It could also be used to explore some more diverse perspectives, but if this is done only, can only be done extremely cautiously, since the AI could still
have an incorrect viewpoint, stereotype, or ignore the intersectionality of individual experience. My time is up, but real quick. Really quickly. After generating content with an AI, students should still be encouraged to reflect on which parts they would like to keep, which they would change, and why. And still, we have to keep in mind, last sentence, I promise, still we have to keep in mind whether this could cue the acceptability of using chat AI in the classroom. Okay, thank you so much. That is our time, unfortunately. So thank you very much. It's so hard, such complex topics in 5 minutes. Thank you very much for keeping the time. Thank you. We come back to you later. We have a last speaker. Ich gehe zurück ins Deutsche. Innovative Anwendungen in der Lehre von Musik und Gesang wird euch jetzt tief mitnehmen. Diplom-Informatikerin Sabine Gund. Seit September 22 ist sie Projektleiterin und Koordinatorin für Software und Anwendungsentwicklung an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim. Ich sage jetzt nur Orchesterstellenanwendung, Phonetiktraining, das ganze Open Access und Open Source gedacht, um nachher die Beglückten, die Gruppe zu verbreitern, mehr dazu von Sabine. Where is she? Sie sollte eigentlich in Präsenz hier sein. Da ist sie. Herzlich willkommen. 5 Minuten für Sabine. Hallo. Dankeschön. Ich wurde ja schon vorgestellt jetzt, als mein Vortrag wird über spezielle Anwendungen in der Hochschullehre für Musik gehen. Und die Musik ist hier so ein bisschen was Besonderes, weil die Unterrichtsform sich doch in sehr vielen Punkten von klassischer Hochschullehre unterscheidet. Also ich bin da als Informatiker angekommen und war dann selbst sehr überrascht. Also Musikerinnen haben meistens nicht irgendwie große Vorlesungen und Übungen, sondern kriegen in vielen Fällen Einzelunterricht. Heißt, die Musikhochschule hat sehr, sehr viele Professoren und Professorinnen, und die sich da individuell um die Studierenden kümmern. Und hier arbeite ich jetzt in dem DigiLM-Projekt, das dafür eingerichtet wurde, um diese Hochschullehre dahingehend digital zu öffnen. Wegen Corona wird natürlich so ein bisschen was übers Knie gebrochen, aber hier geht es darum, eben das spezifisch für die Hochschule anzupassen. Und das Projekt umfasst eben mehrere Teilgebiete, und da möchte ich zwei digitale Anwendungen vorstellen, die in dem Rahmen entwickelt werden sollen. Und das eine, das nennt sich Orchesterstellen, das ist die Kurzform für Orchesterprobespielstellen. Orchesterprobespielstellen sind in der Musik ganz wichtig für Bewerbungsverfahren. Da müssen sich nämlich ehemalige Studierende erproben im Vorspielen für Berufsorchester. Und da geht es eben darum, den Studierenden eben eine Erfahrung davon zu vermitteln, wie es im Orchester zu spielen ist, auch wenn man eben keinen Zugang zu einem Orchester hat. Und dafür entwickeln wir eben eine digitale Anwendung, die mit modernen Hilfsmitteln aus Musiksamples dreidimensionalen Raumklang erzeugen soll, so dass Studierende das eben entweder in einem Surround-Setting sich realistisch anhören können, während sie spielen, und auch damit sie das gegebenenfalls zu Hause über Kopfhörer binaural hören können. Und die nächste Anwendung, an der wir entwickeln, das ist ein Phonetiktraining. Hier geht es darum, dass Studierende, die Gesang erlernen sollen, da auch häufig in Fremdsprachen singen müssen, die sie gar nicht können. Also zum Beispiel in Italienisch, um Opern zu singen. Und diese App soll mit Hilfe von KI-Spracherkennung
die Studierenden korrigieren können, so dass die sich eben selbst eben auch kontrollieren können und nicht nur Hilfe im Einzelunterricht bekommen. Und die App soll dazu noch weitere eben Komfort-Features bieten, eben zum Beispiel die IPA-Lautschrift, damit Studierende sich viel selbst erarbeiten können. Und die große Herausforderung in unserem Projekt ist das, dass das Ganze eben möglichst nach dem Open Education Ansatz verfolgt werden soll. Also die Unabhängigkeit von den Lehrmitteln. Die entwickelten Anwendungen sollen Open Access verfügbar sein und eben auch Open Source, sodass andere Hochschulen theoretisch mit unserem Code und freien Beispielen weiterarbeiten können. Fantastisch. Achso, das war jetzt die letzte Folie? Ja. Und der letzte Satz, Punktlandung. Super, großartig. Tausend Dank. Tausend Dank. Kurze Wertschätzung aus dem Netz, die ich teilen will. Vielen Dank für eure Bubbles, die ihr weiter an Herzchen und Applaus und so weiter für alle Vortragenden schickt. Kommt mal mehr nach vorne ins Licht. Alle Beitragenden, also so. Und wir sind im digitalen Raum hoffentlich auch noch verbunden mit den anderen beiden. Wenn ihr uns die beiden nochmal netterweise, Michael und seine Kollegen, auf den Slide packen könnt, wäre toll. Also, 5 Minuten für Fragen. Wir haben die ersten beiden Fragen, da kommen weiter, Anerkennung kommt rein. Die ersten beiden Fragen geht erstmal an Chrysanthi. Frage an die DHBW. Wie erhält der Chatbot in Moodle das Wissen, um die fachlichen Fragen zu stellen, die Lernfragen? Händisch oder scrappt und verschlagwortet er die Kurse automatisch? Genau, ja, das passiert automatisch. Das heißt, er erkennt die Studierenden, sobald sie sich in Moodle anmelden und genau erkennt den Studiengang, den Jahrgang und so weiter und generiert die passenden fachlichen Fragen. Zweite Frage, welche Herausforderungen gibt es nach und oder während der Implementierung von Chatbots als Lerntutor / Intelligent Tutoring Systems? Welche Herausforderung? Also für mich persönlich ist die Akzeptanz von den Kollegen, weil sie, wie sie immer sagen, nicht von der Maschine ersetzt werden möchten. Sind die Ängste noch so groß? Ja, leider ja. Und was, ich sag jetzt du, wenn ich darf, ja. Was sagst du, wie klärt ihr diese Ängste, wie ist dann die Beziehungsarbeit mit deinen Kolleginnen und Kollegen, was passiert dann, wenn die aufpoppen? Es geht nicht darum, unsere Kollegen zu ersetzen, sondern es geht darum, unsere Kollegen zu unterstützen und die Lehrenden und die Lernenden auch zu unterstützen. Und letztendlich möchten wir die Punkte herausfischen, die nicht von der KI ersetzt werden können und die dann eben fördern und verbessern. Mhm. Und welche wären das? Also welche sind die am ersten gegenüber Lehrenden zu vermitteln sind, zu sagen, da seid ihr singulär, da seid ihr einzigartig gegenüber der KI, wenn ihr mit ihr zusammenarbeitet? Was ist es dann? Was heraussticht zu sagen, das wird noch wichtiger als in der Vergangenheit? Die einzigartigen Erfahrungen, die jeder mit sich einfach mitbringt. Mhm. Vielen Dank. Das sind soweit die Fragen im digitalen Raum. Ich nehme gerne welche, wenn ich hier analog noch welche sehe. I want to go back to the ethics question. We are talking so much about biases. If people are really occupying themselves and their minds with these kind of tutoring, the lessons you give in ethics, how much do you think the biases, because you're cooperating with engineering or engineers, are going down or diminished? Yeah. Well, of course, it's a good question because we also know from other research that anti-bias trainings, like punctual anti-bias trainings, don't have that much of an impact that we would expect them to have. Why not? What is your guess? I think because maybe they learn at that moment and reflect themselves, but maybe they lack some strategies to really overcome them. And of course, we all live kind of in a system where these biases are always reinforced and we are like kind of motivated to take them on. So maybe this could be an explanation, but it's just a guess. You want to add something? I do want to add something about what we are trying to teach the students is that it's not something that can be fixed just in the development stage of an AI. It's something that has to be revisited constantly. As
after it's implemented, it still has to be revisited because society can change. Mm-hmm. Data that is being inputted, if you're continuously training the model, it can also change. But even if you're not, mm-hmm. we might need to just to rethink what mm-hmm. is a bias and if we have better ways of measuring the bias. Mm-hmm. Yeah. Maybe one addition to this. We also found this AI discussion, the bias in AI discussion, helpful because it maybe shows what we would do with our kind of biases if we project them onto like a white paper. Like if mm-hmm. we want to try to implement bias-free technology, we also become aware where the difficulties are in mm-hmm. it, like in measuring it and classifying it. So mm-hmm. this is also like helpful for mm-hmm. the students to understand. And that brings me to another question. To the diversity of the group that is developing your project, how much do you reflect within the group that you have an utmost diversity in order to overcome biases, whatever? So how much do you, in age, in whatever, gender, race, whatever? We do reflect it in our session on diversity. So we exactly do this kind mm-hmm. of practice where the students try to become aware of their own diversity dimensions. Like we ask them, reflect about yourself, if you would describe mm-hmm. yourself in terms of sex, gender, but also age, in terms of background, in terms of professional background, religion, and all these kind of mm-hmm. different dimensions. And this is also like an exercise where the students are kind of mind blown afterwards and say, oh, I didn't know that diversity, in fact, is so diverse. So, mm-hmm. Mm-hmm. Okay, thank you. Wir haben eine Frage. Ja. Genau, und zwar würde ich gerne die letzte Speakerin mit den sehr spannenden Anwendungen aus dem Musikbereich fragen. Das ist ja eine unglaublich tolle Sache, ich glaube, für alle faszinierend. Jetzt haben Sie aber selber auch gesagt, es sind sehr wenig Studierende, sehr viele Lehrende, also extreme Komfortsituation. Jetzt ist es ja so, dass es wahrscheinlich ein sehr großer Aufwand ist, so eine Anwendung zu entwickeln. Inwiefern ist denn da, auch weil wir ja ganz viel auch über das Entrepreneurship hier immer wieder sprechen, ist das Teil dieser Entwicklung, dass man sagt, wir wollen das eben auch skalieren, weil dann erst kann sowas ja sich praktisch tragen, oder ist das eine reine Forschungsgeschichte, wo diese Universität sagt, wir setzen noch einen drauf und wir leisten uns jetzt einfach mal so eine Entwicklung, weil wir das spannend finden mhm. und machen das für unsere Studierenden? Also es ist so ein bisschen ein hybrides Ding. Das Projekt umfasst eben wirklich mehrere Teile. Teilweise sind die Anwendungen schon fertig und müssen angepasst werden. Teilweise handelt es sich eben um wirklich eigentlich klassische Lernformate, die online sind, die einfach noch nicht so typisch etabliert sind. Und bei den Anwendungen achten wir eben darauf, eben den Weg zu gehen, der eben effizient ist. Also in dem Falle, wenn eben aus der Musikproduktion schon Dinge vorhanden sind, die das gut machen, dann wird das nicht selbst entwickelt. Es geht eigentlich mehr um die spezifische Anpassung von vorhandener Software. Mhm. Und dann eben dort Eigenentwicklung, wo es woanders nichts gibt. Zum anderen gibt es doch sehr viele Kunst- und Musikhochschulen in Deutschland. Also es ist nicht die einzige. Also wenn wir das hinbekommen, da Interesse zu schaffen, könnten das sicherlich auch andere verwenden. Darf ich da noch eine Frage dranhängen? Weil ich viel mit künstlerischen Hochschulen zu tun habe und ich nenne es jetzt mal, das Ego von vielen Hauptfachlehrenden in der Musik ist ja, ich habe die Weisheit, dass mein Instrument ist das Wichtigste. Es ist sehr schwer, manchmal Lehrangebote da reinzubringen und die Zeit wegzunehmen davon. Ja? Mich würde jetzt interessieren, in der Erfahrung darüber zu sprechen, auf welche Erfahrungen und Reaktionen, sag jetzt auch, triffst du, wieso Hauptfachlehrende das annehmen, zu sagen, also bei mir nicht. Ja, also wenn ich Gesang lehre oder so, oder ist da eine große Offenheit im Diskurs über solche Tools? Das kommt sehr auf die Lehrenden an. Also es gibt Lehrende, die da absolut begeistert sind, die sich absolut wünschen, dass das in Richtung Digitalisierung weitergeht, dass man sich vernetzt. Aha. Und andere, die sich zurückziehen. Also ich denke, das ist auch eine große Herausforderung vom Projekt, da eben eine Einigkeit zu schaffen. Vielen Dank. Ich habe noch eine letzte, wir haben noch eine Frage, warte, da hinten ist eine und hier ist eine.
Wir gehen jetzt in die Pause rein, aber die Pause hat 20 Minuten, solange ihr mir den Saft nicht abdreht. Doch? Wir, ohne Mikro geht das nicht. Sekunde. Danach, wir haben noch ein, oder so rum. Erst der Herr und dann Oriane. Ja, das würde mich natürlich auch interessieren. Ich komme aus dem musikmedizinischen Bereich. Ja, also wir sind quasi in der Therapie für geistig und körperbehinderte Menschen. Und da ist natürlich die Musik ein unheimlicher Heilprozess, wo das auslösen könnte. Jetzt geht es die Frage, kann man nicht auch in Echtzeit über die KI, zum Beispiel wenn man merkt, gerade bei geistig behinderten Menschen, die Musik passt jetzt genau, also man merkt jetzt gerade, dass quasi ein enormer Impuls für die Bewohner kommt, dass man jetzt quasi auch diese Sequenzen, diese Musiksequenzen aufgreift und sozusagen direkt wieder optimiert quasi für die jeweilige Situation und Vorliebe für die Bewohner. Was? Also das klingt jetzt für Ja, ist an. Nur das klingt für mich jetzt nach einem extrem spannenden Forschungsprojekt. Also mir ist noch nicht bekannt, dass man das schon versucht hat, aber das wäre so eine interdisziplinäre Sache, wo ich mir vorstellen kann, dass man mit KI weiterkommt, aber das auch dann wirklich mit anderen Disziplinen abstimmen müsste, weil wenn es um Therapie geht, dann geht es ja immer auch um Menschen, an denen man dann nicht irgendwie einfach experimentieren sollte. Jetzt haben Sie kein Mikro mehr. Ich denke, da können wir uns in der Pause noch mal kurz unterhalten. Ja? Weil wir haben letztendlich da auch schon eine gute Vorarbeit geleistet. Ja? Vielen tausend Dank. Ich gebe noch mal ganz kurz für den letzten Satz oder die letzten Sätze zurück an Michael und Corinna, wenn ihr noch da draußen seid. Mich würde jetzt interessieren, in dieser Realzeitarbeit mit der App, was wäre in einer idealen Welt die nächste Zündungsstufe der Entwicklung des Tools, das ihr anbietet? Könnt ihr das schon sagen? Vielleicht kann ich dazu was sagen. Also, bitte. Tatsächlich die Idee, dass man eine Lehrveranstaltung mit Hilfe computergesteuert planen kann, zu Hause am Computer, also insbesondere komplexe Gruppenarbeiten und dann während der Veranstaltung wirklich da durchgeführt wird, und zwar sowohl der Lehrende als auch die Studierenden. Ja, also man sagt irgendwie Gruppeneinteilung und dann sehe ich ja Studierende, okay, ich bin Gruppe B und hält das Handy hoch, man findet sich und so weiter. Das ist für mich eigentlich ein ziemliches Killer-Feature, was ich in der Ausprägung noch nie gesehen habe. Das hat jetzt nichts direkt mit KI zu tun, aber die KI kann immer in diesem Kommunikationskanal zwischen Studierenden und Lehrenden eingebaut werden. Und tatsächlich sind diese beiden Teilprojekte, also der Lehrendenmodus und Planung und Durchführung und auch das Einbauen der KI, die beiden nächsten Zündstufen. Vielen herzlichen Dank. Tausend Dank für die Impulse, tausend Dank für eure Impulse, für dieses wahnsinnig tolle Timekeeping.